Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr über das zahlreiche Erscheinen an diesem Vorabend eines vielversprechenden Frühlingstages morgen. Ich freue mich über Ihr Interesse und will gleich einsteigen mit einer nicht ganz unwichtigen Frage: Was macht den Mensch zum Menschen? Wenn wir uns mit unseren nächsten lebenden Verwandten vergleichen, bezüglich zum Beispiel unserer Anatomie oder Morphologie, die haben Hände wie wir, die haben auch Plattnägel zum Beispiel. Man kann Schwangerschaftstests für Frauen benutzen, um bei einer Äffin den Ovulationszeitpunkt erst festzustellen oder dann die Schwangerschaft, also auch in der Physiologie unterscheiden wir uns nicht so erheblich. Aber wenn es dann an Sachen geht wie Werkzeuggebrauch, Sprache, dann die Fähigkeit zur Schriftsprache. Wir sind hier in dieser wundervollen Staatsbibliothek. Wenn es um Technologie geht, dann sehen wir doch, dass im Bereich des Verhaltens und insbesondere der Intelligenz ganz, ganz erhebliche Unterschiede festzustellen sind. Und das hat vermutlich, als Biologen würden wir sagen, etwas mit unseren kognitiven Fähigkeiten und dem Substrat dazu, also dem Gehirn, zu tun. Und aus evolutionsbiologischer Perspektive stellt sich dann immer die Frage, ja, wie ist denn das entstanden? Wie bildet sich denn gewissermaßen diese Entwicklung zu höherer Intelligenz, die ich jetzt mal für uns in Anspruch nehme, auch in der Entwicklung des Gehirns ab? Und wenn wir hier vergleichen, einmal dieser etwas cartoonartige Stammbaum, das Gehirn eines Menschen, im Vergleich zu einem Gehirn eines Schimpansen, dann sehen wir, wenn wir das mit den Tieraffen hier, Makaken und Pavianen vergleichen, dass es immer stärkere Auffaltungen gibt, dass die Gehirnrinde immer größer wird und sich immer mehr veraufhaltet in diese Strukturen. Und das ist für uns sozusagen das Substrat, mit dem wir Informationen auf einer höheren Ebene verarbeiten, assoziativ denken können. Und wir gehen also davon aus, dass uns das natürlich eine gewisse Vorteile verschafft in der Verarbeitung und Repräsentation unserer Erfahrungen und unserer Umwelteindrücke. Und wenn man jetzt fragt, was könnten denn die treibenden Kräfte gewesen sein, wie kam es denn bei den Primaten zu dieser Entwicklung dieser sehr teuren Organe, also Gehirne muss man sich vorstellen, die machen vielleicht 5% der Körpermasse aus, verbrauchen aber 20% der Energie. Gibt es dazu zwei wesentliche Hypothesenkomplexe. Die einen sagen, das hat was damit zu tun, dass Primaten in der Regel in Habitaten leben, wo das Futter, das sie brauchen, weit verteilt ist und wo man sich auch merken muss, wann ist eigentlich welcher Baum reif, wann sind die Früchte da reif. Ich brauche also eine sehr gute Vorstellungskraft über mein Habitat. Und dann muss ich auch meine Futterressourcen verteidigen. Das heißt, ich muss natürlich auch die soziale Komponente, wo sind denn andere Gruppen, die zum Beispiel mit mir konkurrieren, das alles muss ich irgendwie repräsentieren. Und das hat gewissermaßen sozusagen dieser Wechsel zum Futteressen war eine wichtige Kraft. Eine alternative Hypothese, die erstmals 1966 vorgeschlagen wurde, ist, dass die Entwicklung der Intelligenz etwas mit dem Leben in komplexen Gruppen zu tun hat. Dass ich nämlich dann, wenn ich in einem Sozialverband lebe, in dem es sehr vielfältige, verschiedenartige Beziehungen gibt, Beziehungen zu Freunden, zu Verwandten, zu Konkurrenten, dass ich dann einen Vorteil habe, in dieser Gruppe wirklich mich durchzusetzen, wenn ich in der Lage bin, auch die Beziehungen zwischen allen anderen zu verfolgen, gerade auch zu gucken, na, wer könnte sich denn mit wem gegen mich verbünden und wer könnte was vorhaben und wie könnte ich mich selber darauf einstellen, also dass gewissermaßen das Leben in sozialer Komplexität letztendlich der entscheidende Druck war. Und es gibt inzwischen eine ganz große Anzahl von Studien, die versuchen, Gehirngröße zu korrelieren, zum Beispiel mit Gruppengröße oder mit Anzahl der Sozialpartner, die man hat. Das sind alles Daten, die wir mit großer Vorsicht beurteilen müssen, weil keiner weiß, ob Gruppengröße an und für sich wirklich was Besonderes ist. Da wird also schwer drum gerungen, aber insgesamt ist es so, dass wir eigentlich das die dominante Hypothese ist, die im Moment verhandelt und diskutiert wird. Eine gewissermaßen Verfeinerung dieser Hypothese aber auch Erweiterung wurde dann von Tomasello entwickelt. Das ist die kulturelle Intelligenzhypothese, der zufolge Menschen über spezifische soziokognitive Fähigkeiten für kulturelles Lernen verfügen. Das heißt also, wir haben besondere Fähigkeiten entwickelt, herausgebildet, voneinander zu lernen, genau darauf zu achten, was ein anderer macht, das auch so zu tun, Hinweise zu verstehen, soziale Signale in besonderer Weise interpretieren zu können. Also die soziale Intelligenz ist ganz besonders ausgeprägt beim Menschen, sagt er. Das ist nicht unbedingt primatenspezifisch, sondern wir haben dann sozusagen nicht linear, also eine ganz besondere Beschleunigung in diesem Bereich in der sozialen Intelligenz, die den Menschen dann unterscheidet und die letztendlich dann dazu geführt hat, dass wir diese vielen verschiedenen Fähigkeiten ausgebildet haben und was letztendlich zu Kultur und Technologie auch geführt hat. Und Tomasello stützt diese These auch auf empirische Daten, die ich Ihnen jetzt erstmal kurz vorstellen möchte. Das sind Intelligenztests, die so im Zeichen eher der Experimentalpsychologie stehen. Also die orientieren sich weniger daran, was die Tiere im Freiland machen. Die fragen nicht danach, wo ist was zu essen oder kannst du deine Raubfeinde unterscheiden, sondern das sind Experimente, die sehr stark aus der Entwicklungspsychologie kommen und der Experimentalpsychologie, wo man wirklich gewissermaßen das Tier zum Test bittet und ein kleines Problem aufbaut und dann guckt, ob das Tier das lösen kann. Und diese Tests, die bedienen gewissermaßen zwei verschiedene Arten von Intelligenz oder fragen die ab. Das eine ist die sogenannte physikalische Kognition, physikalische Intelligenz, die fragt danach, was wissen die Tiere denn über räumliche Beziehungen zum Beispiel, über Mengenverhältnisse auch und über Kausalbeziehungen. Der zweite Bereich geht es spezifisch um die soziale Intelligenz. Verstehen die Tiere zum Beispiel Hinweise? Verstehen die, dass man sie informieren möchte? Informieren die einen zum Beispiel oder rufen die einen zu Hilfe gewissermaßen, wenn sie ein Problem haben? Machen sie etwas nach, wenn man es ihnen vormacht und so weiter? Da geht es auch um die sogenannte Theorie des Geistes, die ich hier kurz erwähnt habe. Das ist was ganz Interessantes, Spezifisches, nämlich, dass wir ein Verständnis davon haben, dass der andere ein eigenes Geistesleben hat, einen anderen Wissenszustand, vielleicht auch einen anderen Glaubenszustand, einen anderen Wunschzustand. Du möchtest ins Kino, ich aber möchte ins Theater. Also sich das vorstellen zu können, was jemand anderes möchte, was die Intentionen sind, aber auch, dass jemand eben etwas weiß oder nicht weiß und man sein eigenes Verhalten dann darauf abstellt. Also der Klassiker, wenn ich natürlich jetzt hier diesen Vortrag halte, gehe ich davon aus, dass Sie noch nicht das alles wissen, was ich Ihnen erzähle. Und deswegen, sonst müsste ich es Ihnen ja auch nicht erzählen. Also das ist eine ganz große, wichtige Frage in meinem Forschungsgebiet ist, haben die Tiere so etwas wie eine Theorie des Geistes oder Vorformen davon oder welche Aspekte davon haben die? Da geht es auch drum. Und sie haben also, Tomasello und sein Team, angeführt von Esther Herrmann, die haben also viele, 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 viele Experimente gemacht, einerseits mit Schimpansen und mit Orang-Utans als Vertreter der großen Menschenaffen und mit kleinen Kindern im Alter von 2,5 Jahren. Und die Ergebnisse, wenn man diese ganzen Tests zusammenfasst, sehen ungefähr so aus, dass im Bereich der physikalischen Kognition die Kinder und die Tiere sich nicht besonders unterscheiden. Die sind in etwa gleich gut. Bei der sozialen Kognition sehen wir, dass die Affen nicht so gut abschneiden, die Menschenaffen, aber die Kinder sehr, sehr viel besser. Das unterscheidet sich da signifikant. Und das ist genau die Evidenz. Das ist in Science publiziert worden, sehr hochrangig, ist ein ganz viel beachtetes Paper, auf das sich Tomasello mit seiner kulturellen Intelligenz Hypothese stützt. Wenn wir jetzt die evolutionäre Dynamik wirklich verstehen wollen, dann denke ich, brauchen wir aber einen etwas breiteren Rahmen. Und deswegen haben wir uns daran gemacht und haben uns angeguckt, wie denn Tieraffen mit sehr viel kleineren Gehirnen als die Menschenaffen und etwas schlichter im Gemüt, könnte man meinen, in diesen Tests abschneiden, um zu sehen, ob wir da nochmal eine Abstufung finden oder ob der große Bruch sowohl in der physikalischen Intelligenz wie in der sozialen eigentlich dann erst beim Menschen kommt. Und deswegen haben wir am Deutschen Primatenzentrum Experimente durchgeführt, einmal mit Anubis-Pavianen und zum anderen mit Javana-Affen. Und ich habe mir erlaubt, die wichtigsten Mitarbeiter, die an diesen Studien mitgemacht haben, auf besondere Weise vorzustellen hier. Wir sind ja hier in München, die Heimat der Süddeutschen Zeitung und auch des Süddeutschen Zeitungsmagazins. Und die haben ja immer diese schönen Interviews, die haben wir auch in unserer Arbeitsgruppe gemacht. Das ist also Vanessa Schmidt, die diese Studie geleitet hat zum Thema der Intelligenz von den Altweltaffen. Und jetzt habe ich auch endlich die Gelegenheit, Ihnen etwas konkreter ein paar von diesen Experimenten vorstellen, damit Sie selber auch genauer beurteilen können, was wir mit den Tieren machen. Also, erstmal spielen wir Hütchen, tatsächlich. Aber wir versuchen sie dabei nicht übers Ohr zu hauen. Also die Tiere können gewinnen bei uns, anders als wenn man das auf der Straße spielt. Und hier sehen Sie also, es werden hier unter 3 Becher, wird unter einen Becher, wird etwas zu essen gelegt, eine Belohnung, da sind kleine Löcher. Hier, der Affe kann da durch zeigen, welches er haben möchte. Und jetzt wird das Ganze gedreht. Und die Frage ist also, können die Tiere sozusagen das Drehen verfolgen und dann entscheiden, wo das war. Und der Affe hat das jetzt richtig gemacht. Und so geht es also darum, gewissermaßen, um sich das merken zu können, aber auch die Möglichkeit, eben ein Objekt, das sich bewegt, zu verfolgen. Der Affe hat das jetzt, wie gesagt, gefunden. Wenn man das dann aber mal aufträgt, dann sieht man also, dass die Frau Fischer das hier falsch eingetragen hat, das müsste hier bei 33% sein. Die sind etwas besser als zufällig, aber sie sind nicht sehr besonders gut. Also sie hauen auch oft daneben und tippen auf das Falsche. Aber die Kinder sind auch nicht so toll. Ja? Also die haben auch Schwierigkeiten zu verfolgen, unter welchem Hütchen jetzt eigentlich gerade das Richtige. Bei den Kindern nimmt man oft so kleine Bildchen, so Sticker oder sowas. Gut. Dann kann man natürlich sagen, ja, was soll das mit dem? Das kommt ja nun wirklich, spielt für die Tiere gar keine Rolle, so blöde Sachen unterm Hütchen zu verstecken. Wie ist es denn mit Essen? Mengenunterscheidung. Und die Idee hier ist, dass man eben verschiedene Mengen von essbaren Teilchen, also Nüssen oder Früchten, kleinen Früchtenstückchen nimmt und guckt, ob die Tiere zum Beispiel 5 Rosinen von 3 Rosinen unterscheiden können oder 7 von 4 oder sowas. Und man stellt sich natürlich vor, die kriegen das dann als Belohnung, dass sie dann besonders motiviert sein sollten, es auch richtig zu machen, weil sie ja das mehr dann kriegen. Und hier ist dann wieder so ein Experiment, wie das aussieht. Es ist nicht allzu schwierig. Also es wird hier wieder aufgebaut und der Affe kommt und drauf zeigen, hat er richtig gemacht. Er hat 4 von 3 richtig unterschieden. Da freut man sich ja immer. Und dann kriegt er auch seine Weintraubenstückchen in dem Fall. Und wenn man dann die Leistung von den Tieren vergleicht, also wie viele haben das Größere genommen, dann sieht man, die sind signifikant über dem Zufall, aber so richtig berauschend ist es eigentlich nicht. So 3/4. Also sie haben dann Schwierigkeiten, wenn die Unterschiede sehr klein sind. Aber ja, gut. Das ist jedenfalls genauso wie, also warum Tomasello gesagt hat, gut, in dem Bereich sehen wir keine großen Unterschiede. Und wo es dann eben sich stark verändert, das ist zum Beispiel im Bereich des sozialen Lernens. Das hier ist Laura Almeling, die ich jetzt einfach so vorstelle. Die macht ein Experiment zum sozialen Lernen. Sie sehen hier das, was wir eine künstliche Frucht nennen. Das ist ein experimentelles Werkzeug für uns gewissermaßen, das ursprünglich von Andy Whiten, einem berühmten Schimpansen-Intelligenzforscher aus Schottland, entwickelt wurde. Und davon gibt es natürlich inzwischen sehr viele Abwandlungen. Und das Prinzip ist immer, man kann auf 2 verschiedene Arten an die Belohnung kommen, die in dieser Kiste ist. Und man zeigt dem Affen eine. Und macht er dann dasselbe. Und das sieht dann so aus. Also sie zeigt ihm hier einmal, dass man den Knopf drehen kann und dann tut sie die Nuss da rein und nimmt sie so, holt sie da raus. So, und jetzt kann der Affe selber und zack. Und man hätte auch alternativ auf den Knopf drücken können, das geht auch. Super, wenn man das so im Video sieht, das ist die Ausnahme. So sehen die Daten aus. Die Affen machen in der Regel weder das eine noch das andere. Also ganz selten ist es so, dass sie dann tatsächlich genau einen von diesen beiden Mechanismen, also sie machen alles Mögliche sonst. Die Kinder hingegen, also mit großer Kopiergenauigkeit, machen sie genau das nach, was man ihnen gezeigt hat. Also eine hohe Konformität auch. Und das Lustige ist, dass man bei Kindern kann man das sehr weit treiben. Man kann mit Kindern Experimente machen, wo man sozusagen sich dysfunktional verhält. Und die machen das dann auch nach in der Annahme, dass das eine Bedeutung hat, dass man es jetzt so gemacht hat und nicht anders. Also man könnte zum Beispiel vorher einmal so machen und dann auf den Knopf drücken, dann machen die Kinder auch so und drücken einmal auf den Knopf, obwohl man damit ja gar nicht die Kiste aufbekommt. Wie Affen es eigentlich wirklich machen, wenn man sie lässt, ist so. Wir haben das dann nochmal in einem Affengehege in Südfrankreich vorgeführt, diese Kiste. Und der Affe weiß schon, dass da was drin ist. Der sieht es ja auch. Aber man kann die Kiste auch nicht transparent machen, opak. Dann wird der Affe auch versuchen, da reinzubeißen. Oder dann kommt eben, so geht sie nicht auf. Dann probiert man es nochmal anders. Und wenn man dann feststellt, dass die Kiste so aufgeht, dann macht man das immer wieder. Das heißt, das berühmte Lernen durch Versuch und Irrtum, das ist etwas, womit die wirklich sehr viel in ihrem Leben gelöst bekommen. Die kriegen die Kiste schon auf, aber nicht so, wie wir es ihnen zeigen. Und wenn das alles nicht nützt oder man findet, dass es doch zu umständlich ist, immer mit der Kiste rumzuhantieren, dann geht man einfach zu der Frau mit der Nüsse in den Taschen und holt sich die Nüsse da ab. Also die sind intelligent, die kommen auch zum Ziel, aber vielleicht nicht auf die Weise, wie es ein Experimentalpsychologe wollen würde. Gut, zum Verständnis von sozialen Hinweisen. Das ist ja für uns was ganz, ganz Bedeutendes, dass wir uns Dinge zeigen, dass wir uns auf Sachen aufmerksam machen. Manchmal auch einfach durch etwas anzugucken. Das ist schon klar, dass es eine Information für jemanden bedeuten kann, wo ich hingucke. Und hier, wenn man sich dann die Evidenz anguckt, sieht man, es gibt schon eine gewisse Tendenz, das ist auch wieder überdurchschnittlich bei den Affen, ist nicht zufällig, dass sie das machen, aber die Kinder stellen also Affen weit in den Schatten, wenn es darum geht, solche Hinweise zu verstehen. Also nochmal zur Erinnerung zusammenfassend, passt das alles sehr gut eben, oder das waren sozusagen die Gründe, warum Tomasello diese Hypothese vertreten hat. Allerdings, wenn man jetzt die Experimente sich nochmal ganz genau anguckt, dann steht auch immer noch im Raum die Frage, ob es nicht auch das Details im Experiment sind, die sozusagen das Tier auf die falsche Fährte führen können. Und insbesondere haben wir uns gefragt, gut, der Affe mag vielleicht nicht verstehen, dass wenn ich so mache, dass das bedeutet, dass ich ihm informieren will, dass unter diesem Becher jetzt die Belohnung ist. Aber er könnte doch wenigstens lernen, da wo die Hand ist das Essen. Das ist nicht so schwierig. Und Hunde können das eigentlich ziemlich schnell übrigens. Wir führen das darauf zurück, dass sie eben so eine Koevolution mit Menschen durchgemacht haben. Aber allein, dass man sagt, der Hund weiß doch, ob unter dem blauen Becher das Essen ist und nicht unter dem weißen. Warum kann er nicht lernen, da wo die Hand ist, ist auch das Essen? Und deswegen haben wir uns gefragt, ob es vielleicht sein könnte, dass sie einen eigentlich als Konkurrenten wahrnehmen in dieser Situation. Man steht vor denen, da sind diese beiden Becher. Und man zeigt drauf, das könnte ja auch sein, dass es heißt, ich nehme mir das jetzt gleich, Finger weg. Ja? Und dass der Affe deswegen eigentlich nichts macht. Und um das zu überprüfen, haben wir ein Experiment gemacht, auf die Mengenunterschiede gehe ich dann später noch ein, wo wir den Zeiger versteckt haben hinter einem Vorhang und nur ein Arm rauskam. Und zwar einmal den Arm einer Plastikpuppe, also einer Schaufensterpuppe, dann einmal einen menschlichen Arm von der Experimentatorin und einmal einen Stock. Und was wir insbesondere hier sehen, das ist, wenn die Hand wirklich bis dahin reicht, also bis auf die auf das Becherchen reicht, dann können die das sehr gut interpretieren und dann wird das für die tatsächlich möglich, das zu benutzen als Hinweis, wenn gewissermaßen der Konkurrent weggenommen worden ist. Und was sich dann auch ergeben hat, ist, dass es sozusagen vorher, also so schlecht, wie sie es gemacht haben, bevor wir diese Modifikation eingeführt haben, hier steht also der Experimentator mit im Raum und dann kommen diese anderen Bedingungen in verschiedenen Reihenfolgen und ganz zum Schluss haben wir uns eigentlich nochmal angeguckt, haben die das jetzt begriffen, dass man ihnen das nicht wegnehmen will. Und dann ist es tatsächlich so, dass es höher ist, es ist nicht ganz perfekt, aber es ist signifikant höher als hier in der Bedingung vorher. Das heißt, sie können es durchaus lernen. Das kann man ihnen nicht abstreiten. Also man sieht, dass manchmal kleine Änderungen im Experiment auch ganz große Wirkungen haben können, was man rausbekommt und das natürlich dann auch die Interpretation der Gesamtlage verändern kann. Und ein anderes Beispiel, was ich Ihnen hier geben will, ist eben dieses Problem mit den Mengenunterscheidungen, wo wir uns eben gefragt haben, wie kann es sein, dass sie nicht in der Lage sind, 4 Rosinen von einer Rosine zu unterscheiden. Also ist es wirklich so, dass sie es nicht unterscheiden können oder sind die in einer Konfliktsituation, sind die verwirrt oder unentschieden, weil beides lecker ist. Eine Rosine ist lecker und 4 Rosinen sind auch lecker und jetzt nehme ich erstmal die eine Rosine und gewissermaßen dieses Problem, dass man Essen unterscheiden muss, etwas, was sehr reizvoll ist, sie gewissermaßen am Denken behindert. Wer kennt es nicht? Und deswegen haben wir die Tiere nochmal mit etwas Nicht-Essbarem getestet, was so ähnlich aussieht. Also um herauszufinden, ob es ein Problem im Verstehen ist oder ein Problem im Handeln. Und deswegen haben wir sie mit Kieselsteinen getestet. Das heißt, wir haben mal so kleine Kieselsteine hingelegt, 4 oder 2 auf der anderen Seite, je nachdem. Und dann haben wir uns angeguckt, wie die Leistung dann ist. Und wenn es im Verstehen ist, sollten sie gleich schlecht bleiben. Wenn es aber ums Handeln geht, gewissermaßen sollten sie besser sein. Und so war das dann auch. Sie waren erheblich besser, wenn man sie mit nicht essbaren Reizen testet. Das heißt, jetzt hat sie auf einmal gewissermaßen die Gelassenheit, sich zurückzulehnen, sich das anzugucken und eindeutig zu entscheiden, wo die größere Menge ist. Außer wenn es zum Beispiel 5 gegen 4 war, da haben sie sich dann mal vertan, aber im Prinzip waren sie auf einmal sehr gut. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was ist hier los? Ist es so, dass der visuelle Reiz ist, ich sehe Futter und dann schaltet sich mein Gehirn aus? Oder ist es so, dass ich erwarte, dass ich es jetzt essen kann, weil wir ja beide Parameter verändert haben. Also um das nochmal zu erklären, in der ersten Bedingung haben wir hier Rosinen und die waren dann auch die Belohnung. Also der Reiz war auch die Belohnung. In der zweiten Bedingung hatten wir Kieselsteine, das heißt, es sah anders aus und sie haben auch was anderes dann zum Essen bekommen, ist klar. Ja, das heißt, man hat das getrennt, Reiz und Belohnung. Und um das nachzumachen, haben wir eine dritte Bedingung eingeführt, wo wir wieder Futter hingelegt haben, Rosinen, aber ihnen diese Rosinen nicht gegeben haben, sondern ihnen andere Rosinen gegeben haben. Das heißt, jetzt hatten wir eine Situation, wo das gleich aussah wie in der ersten Bedingung, aber die Kontingenz, so nennen wir das, anders war, weil es nämlich andere Rosinen waren. Und jetzt, wenn es einfach der Reiz ist, also ich schaue Essen an und hier aus, dann hätten sie wieder schlecht sein müssen. Wenn es aber die Erwartung ist, ich muss was unterscheiden, was ich aber gleich essen möchte, dann hätten sie gut sein. Also das, beziehungsweise wenn es das ist, das ist ja das Problem hier, dann hätten sie hier gut sein müssen, weil sie das ja nicht zu essen bekommen. So. Und dann haben wir diese Experimente gemacht und sie waren gut. Das heißt, es ist nicht einfach nur so ein Reizreaktionsproblem. Ich schaue auf was zu essen und dann geht nichts mehr, sondern ist die Erwartung tatsächlich, dass ich das jetzt gleich zu essen bekomme, was mich davon abhält, wirklich analytisch darüber über das Problem nachzudenken. Und diese Abstraktion, also dieses Zurücktreten von den Dingen, das ist etwas ganz Wichtiges, also dass man Symbole benutzt zum Beispiel und nicht irgendwie über Torten nachdenkt, wenn man mathematische Probleme lösen will. Also das ermöglicht einem so einen größeren Spielraum, einen kognitiven Spielraum tatsächlich, um über Zusammenhänge nachzudenken. Also wichtig ist nicht, was es ist, sondern wofür wir es halten Das ist gewissermaßen diese Umkodierung, dass Rosinen, die ich nicht zu essen bekomme, dass die auch nichts mehr zu essen sind, sondern einfach andere Rosinen repräsentieren. Dieses Umkodieren, das ist, sehen wir als Grundlage des symbolischen Denkens und insgesamt dieses Detachment, dieses Abstand einnehmen, das erleichtert rationale Entscheidungen. Wir sehen also auch hier bei Mengenunterscheidungen eine kleine Modifikation im experimentellen Design, kann dazu führen, dass man was ganz anderes rausbekommt. Das heißt also, dass in der Gesamtschau natürlich immer bei der Beurteilung von solchen Intelligenztests man daran denken muss, was Wolfgang Köhler gesagt hat. Das ist der große Doyen der Primaten- oder Schimpansen-Intelligenzforschung. Jedes Experiment testet nicht nur das Tier, sondern auch den Experimentator. Ja, wir sind immer mit im Boot sozusagen und müssen uns gefallen lassen, die Frage, ob wir wirklich an alles gedacht haben. Gut. Deswegen denke ich, man muss Tomasellos Hypothese erweitern und sagen, es geht nicht nur darum, dass wir Menschen die Möglichkeit haben, sozial voneinander zu lernen und Kultur zu entwickeln, sondern dass wir über besondere Fähigkeiten verfügen im Verarbeiten indirekter Zusammenhänge, und zwar unabhängig von der kognitiven Domäne. Das geht nicht nur um die soziale Kognition, sondern wir können sowohl, was die physikalischen Zusammenhänge angeht, wie auch die sozialen Zusammenhänge angeht, spielen bei uns indirekte Zusammenhänge und Unsichtbares sozusagen, Kausalitäten, die wir nicht unbedingt beobachten, sondern uns indirekt erschließen, eine große Rolle. Und jetzt, um das zu untermauern, zeige ich Ihnen noch ein paar andere Ergebnisse, die aus dieser Testbatterie kommen. Das eine ist Geräusch als Indiz, also stellen Sie sich vor, wieder, es gibt zwei Becher und in dem einen ist ein Würfel und dann schüttle ich den einen Becher und dann klappert es und dann schüttle ich den anderen Becher und dann klappert es nicht und dann frage ich Sie, wo ist der Würfel, dann wüssten Sie, wo der Würfel ist. Wenn man das so einen Affe fragt, dann weiß der das nicht. Auch nicht, wenn es nicht ein Würfel ist, sondern was zu essen, dann weiß er das auch nicht. Damit haben die unglaubliche Schwierigkeiten, solche Geräusche zu interpretieren. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Und Kinder können das sehr gut im Alter von 2,5 Jahren. Wir sind hier in einem Problem, das ist nicht in der sozialen Domäne, sondern hier geht es tatsächlich um ein physikalisches Problem, eine Interpretation von unsichtbarer Evidenz. Und hier schneiden die Kinder sehr gut ab und die Affen nicht. Und ein anderes Experiment, das hat Chris Schlögel gemacht, Postdoc in meiner Arbeitsgruppe. Das ist hier Chris, das geht zum diagnostischen Schließen. Und zwar ist das Experiment wie folgt. Man hatte ein Brettchen wieder aufgebaut und der Affe lernt, dass Futter versteckt wird. Und in der ersten Bedingung hat man auf dem Brettchen zwei kleine andere Brettchen, die liegen flach. Dann kommt auch wieder dieser Schirm, den haben Sie ja schon im Video gesehen. Der Schirm kommt hoch, der Affe weiß jetzt nicht, wo das versteckt wird. Dann kommt der Schirm wieder weg und dann sieht er, dass eines von den Brettchen schräg steht. Und dann darf er wählen. Und das Ergebnis erzähle ich dann gleich. So, das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung ist, da liegt wieder ein Brettchen und ein Becher. Dann kommt der Schirm geht wieder weg, dann steht der Becher da immer noch und das Brettchen ist wieder angewinkelt. Und der Affe darf wählen. Und in der dritten Bedingung, das ist jetzt die schwierigste, jetzt müssen Sie aufpassen, da hat man auch ein Brettchen und einen Becher und dann kommt der Schirm und danach sieht alles aus wie vorher. Man weiß aber, dass was versteckt worden ist. Jetzt dürfen Sie einmal raten, wo das sein könnte. Gut. Wenn man sich die Affen anguckt, dann haben wir hier vorne, das ist die Kontrolle, da stehen zwei Becher, da geht es sozusagen darum, gibt man dem Affen irgendwelche Cues oder so, da sind die beim Raten. Das ist die Bedingung, wo dann ein Brettchen schräg steht, das machen sie richtig. Dann, wenn man einen Becher und ein Brettchen hat, das danach schräg steht, dann machen sie das im Schnitt auch richtig. Aber wenn sich nichts verändert und man sich also merken muss, wenn das flach liegt, dann muss das Futter ja unter dem Becher sein. Das geht nicht. Ja, diesen zweiten Schritt zu machen, also Schlussfolgerung 1, Schlussfolgerung 2, das kriegen die nicht hin. Und das ist ja auch im physikalischen Bereich. Und deswegen denke ich, dass da wirklich auch nochmal ein entscheidender Unterschied passiert ist zwischen zumindest hier Tieraffen und Menschen. Wir warten immer noch darauf, dass jemand mit Schimpansen das mal nachkocht, wie wir zu sagen pflegen. Ein Experiment möchte ich hier noch vorstellen aus dem Tomasello-Labor. Da geht es auch um indirekte Evidenz, oder das meinen wir jedenfalls. Das ist eine sehr einflussreiche Studie von Brian Hare und Kollegen. Und zwar hat man hier eine Situation, wo man sozusagen zwei Tiere gegeneinander antreten lässt. Einmal ein dominantes Tier und ein niedrigrangiges Tier. Und dann gibt es einen Raum in der Mitte und dort ist Futter versteckt. Und in dem Fall ist es so, dass hier ein Futter sozusagen offen liegt, das können beide sehen. Und das andere Futter ist so versteckt, dass nur das subdominante Tier, also das niedrigrangige Tier, das sehen kann. Und die Frage ist jetzt hier gewesen, kann der verstehen, dass der sich das natürlich nehmen wird, weil er höherrangig ist, dass also sozusagen immer Zugriff hat auf Futter, dass der das nicht sehen kann, sondern nur das sehen kann und vermutlich deswegen hierhin gehen wird. Entscheidet er sich deswegen, dorthin zu gehen? Ja, also da gibt es dieses Verstehen zwischen Sehen und Wissen. Was ja für uns ganz wichtig ist, das machen wir dauernd, intuitiv, können wir das bei den Affen auch annehmen. Und tatsächlich war das so, dass die meisten Tiere dann zu dem Versteckten hingegangen sind, aber man nicht wirklich ausschließen konnte, dass sie in Wirklichkeit genau beobachtet haben, wohin sich der schon wendet. Ob der nicht schon eigentlich gewissermaßen dahin schielt, weil ich da gleich hingehen werde. Das konnten in diesem Experiment nicht wirklich ausschließen. Deswegen gibt es noch ein viel komplizierteres Experiment, das ich jetzt nicht vorstellen werde. Da haben sie versucht, das auszuschließen und da fiel das Ergebnis dann etwas magerer aus. Also dieses den anderen beobachten zu können, das funktioniert, wenn es wirklich vollkommen abstrakt ist, die nicht sehen, was der andere gemacht hat, dann wird es schwieriger für die Tiere. Also wenn, haben wir überhaupt, sagen wir mal, rudimentäre Hinweise darauf, dass das funktioniert, dieses indirekte Evidenz. Gut, vorläufiger Stand der Dinge, sozusagen ein kleines Zwischenresümee hier. Ich denke, dass man das im Auge behalten muss. Die Struktur der Probleme ist meiner Meinung nach wichtiger als die kognitive Domäne. Also ob das jetzt physikalisch oder sozial ist, ist es eher so, ist es ein abstraktes Problem, geht es um was Indirektes oder nicht. Dann eben die große Warnung, experimentelle Details können entscheidend sein. Und ein dritter wichtiger Punkt ist es überhaupt valide, erwachsene Affen mit kleinen Kindern zu vergleichen? Also die sind ja nicht nackte, unbeeinflusste, nicht sozialisierte, nicht entkulturierte Wesen, die irgendwie in der Wildnis rumlaufen, sondern die haben schon 2,5 Jahre Sozialisation auf dem Buckel. Die leben genau in unserer Welt, die haben mit ähnlichen Problemen zu tun. Aber trotzdem haben sie natürlich eine andere ontogenetische Entwicklung als Kinder, als erwachsene Affen. Und um das mal zu testen, wie eigentlich erwachsene Menschen in diesen Intelligenztests abschneiden, wenn man ihnen nichts erklärt, sondern genau wie die Affen einfach in den Raum bittet, ja, und dann, was kommt dann raus? Das ist eine Studie, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben, von Sina Dub. Und wenn man sich das dann anguckt, die Ergebnisse, dann ist es so, dass sich natürlich plötzlich die Verhältnisse etwas verändern. Also beim Hütchenspielen ist es so, die Studenten sind bei 98%. Also es gibt dann mal einen, wenn man den fragt, warum hast du das denn anders gemacht, dann sagt er, naja, ich habe gedacht, du willst mich vereiern oder sowas ähnliches. Also es gibt schon auch, wir können ja hinterher dann anders als bei den Affen fragen, dass die alternative Strategien auch mal ausprobieren. Aber im Prinzip natürlich das Problem sofort verstehen. Die gucken da einmal drauf und dann ist es klar. Und wenn man sich jetzt nochmal den Vergleich anguckt, also zum Beispiel erwachsene Affen gegen erwachsene Menschen, sieht das Bild schon wieder ganz anders aus. Also die Bezugsgröße sozusagen muss man auch immer mit im Blick behalten, wenn man da seine Schlüsse über die Evolution von Intelligenz zieht. Und ein anderer Aspekt, wo mal jetzt die Menschen nicht so gut wegkommen, das ist das Blickfolgeverhalten. Das haben wir nämlich auch mit den Studenten gemacht. dass einfach jemand an die Decke guckt. Ist der Video weg? Ja, schade. Da sehen wir hier bei den Makaken und Pavianen, dass die sofort, also in der Hälfte der Fälle, bei jedes zweite Mal, wenn man an die Decke guckt, gucken die hinterher. Schimpansen gar nicht so häufig. Kleine Kinder wieder sehr häufig und Göttinger Studenten fast gar nicht. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie das nicht verstehen. Wenn man die danach gefragt hat, warum guckst du nicht hinterher, dann haben die gesagt, ich dachte, das ist unhöflich. Zum Beispiel, ne, bei einer Auskunft. Das heißt also, hier haben wir plötzlich nochmal eine ganz andere Motivationslage. Also was ich damit sagen will, ist auch nochmal der Hinweis, dass wir das im Experiment nicht sehen, heißt nicht unbedingt, dass sie es nicht können. Das gilt für die Affen natürlich auch. Ja? Also da muss man auch etwas vorsichtig sein. Genau. Hier also gewissermaßen diese Warnschilder, die ich einfach aufstellen will. Wenn Sie nochmal im Wissenschaftsfeuilleton, geht es ja oft um die Intelligenz von Tieren, wenn Sie das nächste Mal das lesen, dass Sie sich dann vielleicht auch ein bisschen für die experimentellen Details interessieren, die dahinter liegen. Und dass man sozusagen etwas kritischer mitliest. Ja? Was wird denn da behauptet? Was sind denn die Daten? Was ist die Grundlage, auf denen das hier eigentlich behauptet wird. Gut, also andere Bezugsgröße kann natürlich Interpretation erheblich verändern. Kulturelle Intelligenz ist, denke ich, ist eines der menschenspezifischen Merkmale, aber es ist vielleicht nicht das eine menschenspezifische Merkmal, es gibt auch noch andere. Und dann natürlich die Frage, und das kann ich als Freilandforscherin auch mit Leidenschaft sagen, übersehen die Tests vielleicht auch gewisse Stärken der Affen, weil sie so sehr aus dieser experimentalpsychologischen Tradition kommen und sich wenig dafür interessieren, was machen die Affen eigentlich im Freiland. Und eines der Dinge, die für Affen besonders wichtig sind, sind andere Affen. Die leben in diesen komplexen Gesellschaften mit diesen vielfältigen, verschiedenen Sozialbeziehungen. Und was sie am meisten interessiert ist, die Beziehungen zwischen den anderen zu beobachten. Ich sage mal, die Affen sind die besten Affenbeobachter, die es gibt. Und eben, das hatten wir schon, das Blickfolgeverhalten spielt eine große Rolle. Und das kann man einerseits, das ist jetzt nochmal so ein Rückgriff auf eine experimentelle Studie, damit Sie sich das mal angucken können. Nochmal. Und dann kann man natürlich sagen, ja, das sind jetzt hier Bedingungen, da gibt es sonst nicht so viel zu sehen, da ist ja nur dieser blöde Mensch, der da an die Decke glotzt. Übrigens kann ich noch sagen, die lernen auch irgendwann, dass da nichts ist. Also so oft kann man das Experiment nicht wiederholen. Irgendwann hören die auf, ja, weil wir sagen, oh, das ist die schon wieder, die guckt immer nach oben, obwohl da gar nichts ist. Da muss man den Experimentator tauschen. Aber was natürlich viel spannender ist, ist die Frage, spielt das Blickfolgeverhalten unter den Affen eigentlich auch eine Rolle? Und im Freiland oder in einer komplexen Gruppe, wo irgendwie 100 Tiere zusammenhocken oder 50. Und das haben wir uns angeguckt bei einer Gruppe von Berberaffen, die im südlichen Frankreich in einem wunderbaren Park leben, 15 Hektar ungefähr. Da sind 3 stabile Gruppen mit jeweils etwa 50 Tieren und haben uns angeguckt, kommt es vor und wie entwickelt sich das mit dem Alter? Und hier ist diese Entwicklung über das Alter aufgetragen. Anteil des Blickfolgens, da sitzt ein Affe und guckt irgendwo hin und dem gegenüber sitzt ein anderer Affe und sieht, dass der irgendwo hinguckt und guckt der hinterher. Das war einfach eine Beobachtungsstudie. Wir haben uns da nur hingestellt und aufgeschrieben, guckt der Affe hinterher, wenn er einen anderen sieht, der irgendwo hinguckt. Und ja, die gucken dauernd hinterher. Also ungefähr 70% der Fälle, wenn da ein Affe irgendwo hinguckt, guckt der andere auch. Das ist was Interessantes zu sehen. Und das entwickelt sich mit dem Alter, das ist also nicht von vornherein da. Hier ist es logarithmisch aufgetragen, hier sind die Tiere, die 1 bis 2 Monate alt sind, die hängen irgendwie meistens noch am Bauch der Mutter, manchmal auch bei einem anderen Tier, aber das interessiert sie nicht besonders. Und etwa im Alter von einem halben Jahr ist es so, dass sie schon halb so oft wie die Erwachsenen hinterher gucken und im Alter von einem Jahr, wenn sie dann eigentlich schon fast die meiste Zeit tagsüber irgendwie alleine unterwegs sind, mit ihren Altersgenossen spielen, dann gucken sie eben fast genauso oft hinterher wie die Erwachsenen. Und wir haben dann auch noch in einer weiteren Studie, beziehungsweise das uns genauer die Daten nochmal angeguckt und haben uns angeschaut, wenn der andere jetzt zum Beispiel einen Gesichtsausdruck hat, verstärkt es das noch. Also wird diese Information noch mitverarbeitet? Und ja, das ist tatsächlich der Fall. Besondere Gesichtsausdrücke führen dazu, dass sie noch mehr hinterher gucken. Das ist jetzt hier nur über alle zusammen. Also Blickfolgeverhalten ist für die Tiere wichtig, ist eine ganz wichtige Quelle, um ihre Aufmerksamkeit hin und her zu lenken. Und etwas anderes, das haben wir auch in dieser Berberaffengruppe gemacht, das ist, erkennen die eigentlich ihre Gruppenmitglieder auf Fotos? Ist eher so zufällig entstanden. Wir haben nämlich so Bücher, wo wir die IDs von allen haben, wo wir von jedem ein Foto und einen kleinen Steckbrief haben. Und das kriegen die Studenten immer in die Hand gedrückt, um die Tiere zu lernen, individuell. Man muss ja dann irgendwie jeden kennen, wenn man das Verhalten aufnehmen will. Und dann saß ein Affe da und hat sich so ein Buch geklaut und hat das so durchgeblättert. Und dann haben die Studenten gesagt, erkennen die sich eigentlich? Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich schon. Es gibt ein paar Studien, die mit Fotos arbeiten. Und dann haben wir das eben sehr simpel mal nachgebaut, Fotos von den Gesichtern auf Pappe geklebt und das waren entweder Fotos von den eigenen Gruppenmitgliedern oder Fotos von Mitgliedern einer anderen Gruppe aus dem Park. Und die Affen fanden das wirklich ganz interessant. Das war so ein Grüßen gerade, ne? Er hatte also freundlich denen gegrüßt. Das zeigt, dass sie nicht ganz verstehen, dass es Fotos sind. Aber wir konnten also auf diese Weise anhand der Videos sehr genau auswerten, wie viel Interesse bringen die diesen Bildern entgegen. Und dann haben wir das aufgeschlüsselt nach Jungen und Alten. Also die jungen Tiere, die gucken wirklich lange, also eine Reaktionszeit von 11, 12 Sekunden, das ist viel in solchen Experimenten. Die kriegen ja nichts dafür, ne? Die gucken da nur hin. Und da sehen wir aber keinen Unterschied. Aber bei den Erwachsenen, die insgesamt dann nicht mehr so interessiert sind, da haben wir einen signifikanten Unterschied gehabt. Die haben sich die Bilder von den fremden Affen länger angeguckt und deutlich länger als die von den bekannten Affen. Und das ist genau das, was man vorhersagt in solchen Experimenten. Wenn etwas neu ist, wenn etwas fremd ist, dann sollte man da auch länger hingucken. Gut, jetzt will ich Sie noch zu guter Letzt sozusagen mitnehmen ins Freiland. Das hier sind Guinea-Paviane im Senegal auf unserer Feldstation Cimenti. Und diese Gruppen, das sind mehrere in diesem Streifgebiet, das sind ziemlich viele Tiere und die haben eine sehr komplexe soziale Organisation. Wir sind gerade dabei, das auseinanderzudröseln und das ist jetzt hier etwas, das kennt man von Facebook, das ist ein soziales Netzwerk, wer mit wem befreundet ist. Und zwar sind hier nur die Männchen, die erwachsenen Männchen eingezeichnet. Das ist von der einen Gruppe, wir nennen die Gangs. Das ist von der anderen Gruppe. Und was man sieht, dass es immer so vier gibt, die durch dickere Striche miteinander verbunden sind. Das sind Cliquen. Also Cliquen innerhalb von diesen Gangs. Aber das Interessante bei diesen Tieren ist, dass sie kein Territorium haben. Die sind überhaupt nicht territorial, sondern das ist hier etwas klein eingezeichnet. Das ist hier der Fluss. Und das ist ihr Streifgebiet und da teilen sich drei solche Gangs ihr Streifgebiet und kommen auch ab und zu miteinander in Kontakt und dann passiert nichts. Die fangen nicht an, irgendwie sich aufzubauen oder ihre Weibchen wegzujagen, also so zu hüten gewissermaßen. Die gucken einfach, oh, da sind die anderen und dann geht man so aneinander vorbei und die sind also vollkommen räumlich tolerant, da passiert gar nichts. Das ist ganz anders als bei den Bärenpavianen, die ich ursprünglich in Botswana untersucht habe. Wenn da die Männchen von einer anderen Gruppe gesehen haben, dann wurde also ein riesiger Bohai gemacht. Die haben angefangen zu rufen und haben ihre Territoriengrenzen verteidigt. Und dann wurden die Weibchen gejagt und dann haben sie die Männchen haben sich jetzt so wahnsinnig aufgeführt. Und bei den Guinea-Pavianen ist es so, ach so, ja, da hinten. Ja. So, Und das ist ganz interessant. Wir haben uns dann gefragt, kennen die eigentlich die Mitglieder der anderen Gangs in ihrem Streifgebiet? Unterscheiden die Rufe von den Tieren aus der Nachbargang von Fremden? Und wir haben gedacht, na gut, es gibt die eine Möglichkeit, dass sie da doch dann plötzlich sehr irritiert sind, jemanden von der anderen Gang zu hören. Da kannten wir die Tiere noch nicht so gut, als wir das Ganze designt haben. Es kann aber auch sein, dass sie eben sagen, ach, das sind unsere freundlichen Nachbarn, wir kennen uns ja, wir wissen ja, ihr nehmt uns nichts weg, da müssen wir nicht reagieren. Wenn wir aber eine fremde Stimme hören, dann machen wir doch mal irgendwie, zeigen wir eine größere Reaktion, gehen der Sache nach und verteidigen unsere Weibchen und unser Revier. Und um das zu testen, haben wir also Playback-Experimente gemacht, wo man im Freiland dann einen Lautsprecher versteckt und dann Laute vorspielt und guckt, wie die Tiere reagieren. Da muss man sehr vorsichtig vorgehen. Die Tiere sind in der Lage, schnell zu durchschauen, wenn es sich um ein Experiment handelt. Wenn man sich also tollpatschig anstellt, dann kann es passieren, dass man laut vorspielt und das Tier guckt einen an, so, was hast du denn da gemacht? Dann muss man wieder nach Hause gehen, aber in dem Fall muss ich sagen, der Doktorand hat das sehr gut gemacht. Das war Teil der Dissertation von Peter Matschi, die er im letzten Jahr abgeschlossen hat. Peter war auch dafür zuständig, die Affen zu fangen und mit Sendern zu versehen und dass wir die markieren konnten und Gewebeproben nehmen und so weiter. Und dann haben wir dieses Playback-Experiment gemacht. Hier sieht man also in Guinea-Paviane ein Männchen und der hört jetzt das Grunzen von einem anderen Männchen. Und dieses Grunzen, das sind Laute, die sie machen, wenn sie sich wohlgesonnen sind. Also es ist jetzt kein aggressiver Laut, oder es ist kein Alarmruf oder sowas ähnliches, sondern das ist etwas, wenn zum Beispiel jetzt ein Männchen auf ein Weibchen mit dem Kinn zugeht und er möchte gerne das Kind anfassen. Also sehr freundliche Laute, immer im positiven, affiliativen Kontext. Das hört er jetzt von einem anderen Männchen. Sie können es jetzt leider nicht hören, weil wir keinen Lautsprecher haben, aber Sie können die Reaktion sehen. Also, so ungefähr hört sich das an. Ja, und er stalkt dann da so rüber. Es scheint schon was ganz Interessantes gewesen zu sein. Und als wir dann die Sachen, also Peter hat diese Experimente gemacht, er wusste nicht, welcher Laut aus welcher Bedingung ist, also damit man das sozusagen verblindet macht im Feld, damit man nicht da irgendwelchen sozusagen für sich oder gegen sich irgendwelche Bias einführt. Und als wir dann die Daten dann ausgewertet haben und entblindet hatten, dann kam raus, dass das Einzige, was sie interessiert, die Laute aus ihrer eigenen Clique oder ihrer eigenen Gang sind. Nur ihre Freunde finden sie interessant, alle anderen sind ihnen völlig egal. Und das zeigt eben doch, dass die ganz anders organisiert sind und wenig kompetitiv sind, wenn es um Räume geht und um ihre Weibchen geht im Vergleich zu anderen Bären, zu den Bärenpavianen zum Beispiel. Und überhaupt ganz anders. Also je mehr wir über diese Tiere erfahren, desto spannender finden wir die, weil die so anders sind als alle anderen Pavianarten, die bislang erforscht worden waren. Und wir da also wirklich ein großes Kapitel nochmal neu schreiben können. Gut. Was ich damit sagen will, ist, es ist egal, was wir uns angucken, die ganzen vielen Experimente, die im Feld gemacht worden sind, gerade diese Playback-Experimente haben gezeigt, dass die Tiere wirklich ein hervorragendes soziales Wissen haben. Die erkennen sich an der Stimme, die erkennen sich natürlich auch am Gang, die erkennen sich von hinten und von vorne. Die wissen genau, wer mit wem befreundet ist, die wissen, wer mit wem verwandt ist, die kennen die Ranghierarchien. Wenn man zum Beispiel einen Streit vorspielt zwischen jemandem, der eigentlich in der Ranghierarchie ganz unten ist und plötzlich spielt man Drohlaute von dem und das aufgebrachte, entsetzte Schreien eines hochrangigen Tieres, dann gucken alle ganz entsetzt, was ist denn hier los? Ja, also man kann sozusagen mit diesem Überraschungsmoment, kann man auch testen, ob die solche Beziehungen verstehen, das tun sie. All das, modern würde man sagen, haben die alles auf dem Schirm. Ja, also sie haben sehr, sehr gutes Verständnis der Sozialbeziehungen, der Gruppenmitgliedschaft etc. Also was da ihre soziale Kognition angeht, ihre soziale Intelligenz angeht, da kriegen die von mir alle eine Eins. Und das Merkwürdige ist eigentlich, das ist eine Forschungsfrage, die immer noch nicht so richtig gelöst ist, ist, dass die Laute von denen, das haben Sie ja gerade gesehen, also es ist ein, man hört, also das haben Sie jetzt nicht gehört, aber da wird ein Laut vorgespielt, von einem anderen Tier Und der kann das sofort richtig interpretieren. Warum kann er nicht einen klappernden Becher interpretieren? Das verstehen wir nicht. Das ist für uns immer noch eine große Frage, weil auch hier ist das Verstehen von Geräuschen und anschließendem Handeln. Im Freiland passiert das die ganze Zeit. Jeder Alarmruf funktioniert so. Man hört einen Alarmruf und springt auf die Bäume. Aber ein Schütteln eines Bechers und dann gehe ich hin und weiß, das ist was zu essen, funktioniert nicht. Das ist also ein großes Rätsel, womit sich viele beschäftigen, aber die Lösung haben wir immer noch nicht. Und dann würde ich sagen, dieses Blickfolgeverhalten, das zeigt, wie hervorragende Beobachter die Affen sind. Sie müssen aber nicht verstehen, meiner Meinung nach, dass da jemand anderes hinguckt, auch heißt, dass er etwas sieht und dass der etwas weiß, was ich jetzt auch weiß. Und diese Extraschleife müssen die gar nicht machen. Es reicht ja, einfach hinterher zu gucken. Also einfach das nur als Reiz zu benutzen, das auszulesen, sozusagen das Verhalten von dem anderen, ohne mir Gedanken darüber zu machen, was der eigentlich, ob der jetzt vielleicht will, dass ich da hingucke oder nicht, also was wir vor allem Teenager ja gerne machen, dass man sozusagen so bis in die vierte Ebene, der hat nur deswegen, weil ich dem, dann glaubt der, dass ich und so weiter, also diese menschliche Krankheit sozusagen, ich glaube, die haben die Affen nicht. Und ich würde deswegen sagen, also wenn ich das Denken der Affen zusammenfassen darf, dann würde ich sagen, die sind Behavioristen. Die anderen sind für die sozusagen geschlossene Kisten, Black Boxes. Die interessieren sich weniger für das mentale Leben oder das Innenleben von ihren Artgenossen, als dafür, was sie eigentlich machen. Ja, die gucken immer, was machen die anderen und was sagt mir das darüber, was der als nächstes machen wird. Das ist für einen Affe interessant. Ob der jetzt wirklich da sitzt und denkt, naja, also der wünscht sich vermutlich, dass ich jetzt zu ihm hingehe, aber ich möchte das nicht, das glaube ich nicht. Und dann haben sie insgesamt, würde ich sagen, eher wenig Sinn für abstrakte Zusammenhänge, auch im physikalischen Bereich. Das Konkrete, da sind sie gut, die haben einen guten Alltagsverstand. Ja? Insofern, also dumm sind sie nicht. Offene Fragen sind natürlich, was wir immer noch nicht wirklich nachvollziehen können, das bleibt wahrscheinlich auch im Bereich der Spekulation, zumindest solange ich lebe. Was sind wirklich die selektiven Drücke? Also was ist denn in der Evolution passiert? Wann hat das angefangen? Und natürlich die ganz große, wichtige Frage, welche Rolle spielt die Sprache? Wie sind Intelligenz und Sprache und Kultur sozusagen koevolviert? Also welche Dynamik tut sich eigentlich auf in dem Moment, wo ich in der Lage bin, über etwas zu sprechen, mich darüber zu informieren, gegenseitig Wissen weiterzugeben, wo nicht jeder durch Versuch und Irrtum alle selber nochmal nachvollziehen muss. Also das ist klar, dass wir da einen Zusammenhang haben, aber wann der eingesetzt hat und wie sich das dann entwickelt hat, das ist natürlich auch immer noch offen. Und Sprache spielt sicherlich auch eine große Rolle in der Herausbildung des abstrakten Denkvermögens. Was ich Ihnen gern zum Schluss mit auf den Nachhauseweg geben möchte, vielleicht trinken Sie ja noch ein Glas Wein irgendwo oder eine schöne Tasse Tee, dass wir uns natürlich dann überlegen können, auf welche Seite stellen wir uns, halten wir es eher mit Darwin, was den Unterschied zwischen den Menschen und den anderen Affen angeht, dass es sich um graduelle Unterschiede handelt, oder eher mit Jerry Fodor, der gesagt hat, wir haben es mit einer radikalen Diskontinuität zu tun. Und bevor ich Sie entlasse, möchte ich mich bedanken, vor allem bei meiner wunderbaren Arbeitsgruppe, die es nicht nur in der afrikanischen Hitze aushält, sondern auch im Harzer Schnee. Das war natürlich nicht diesen Winter, sondern den Winter davor. Und bei den vielen verschiedenen Institutionen und Förderern, die uns fördern und insbesondere natürlich bei der DFG auch für die Förderung über die vielen Jahre und die Möglichkeit, hier sowas zu veranstalten und die Einladung, dass ich hier sprechen durfte. Vielen Dank.